دنیا کے غریب ممالک میں ہم خدمت خلق کے بہت سے کام کر رہے ہیں. وہاں ہمارے اسکول بھی بن رہے ہیں, ہمارے ہسپتال بھی بن رہے ہیں, بلکہ ایسے غریب ملک اور ان کے ریموٹ ایریاز میں جہاں بجلی اور پانی نہیں ہے, وہاں ماڈل ویلیج بنا کے ہم بجلی اور پانی ان علاقوں کو مہیا کر رہے ہیں جن کو پہلے تصور بھی نہیں تھا. Herzlich willkommen zu unserem diesjährigen Teleton, dem 6. Teleton. An allererster Stelle möchte ich eigentlich allen Brüdern und Schwestern, die Humanity First in irgendeiner Hinsicht unterstützen, danken, weil letztendlich sind wir die Zeugen von diesen Segnungen. Wir sehen an erster Stelle, was Allah Ta'ala wirklich gemacht hat. Ja? Und da heute wollen wir genau das mit Ihnen teilen. Wir wollen Sie auf eine Reise mitnehmen. The very first residential care home for the elderly in all of Sao Tome has been set up. Aqui é nossa casa abençoada, que nós recebemos nossos idosos de Sao Tome. Aqui nós somos como uma família. Aqui tem três senhores que dormem nesse quarto. Aur 70 euro mein aap jis tarah bhai Yasir ne bataya tha, ایک نئی زندگی بھی ان کو دے سکتے ہیں. بے شک بے شک. خدا کے برگزیدوں سے محبت کی. Der Katarakt. In Afrika ist der Katarakt eine weit verbreitete Augenkrankheit. Eine Krankheit, die die Sicht trübt und unbehandelt bis zur völligen Blindheit führen kann. Dabei kann diese Krankheit kostengünstig behandelt werden, für nur 70 Euro. Patienten, an Patienten mangelt es in Afrika nicht. Überall, an jeder Straße, in jedem Dorf sind die Patienten da. Ce qui m'a accroché pour l'école bilingue Hamadia de Dassa. C'est que mes enfants ont fait 6 ans ici. Quand ils ont quitté pour aller dans d'autres écoles, il n'y a pas un enfant qui a été premier en anglais comme eux. Ils battent les autres enfants de très loin. Leur niveau en anglais a été réglé depuis ici. Et je suis content parce que l'anglais que mes enfants parlent, c'est un anglais distillé. Et je remercie les créateurs et les fondateurs de cette école. Que Dieu les bénisse. Et Allah va élever encore leurs mains afin que notre école puisse grandir. Mais je souhaite que si on peut avoir aussi un collège bilingue à côté, pour que les enfants, après les 6 années ici, ne soient pas forcés de quitter l'école, ce sera bien. Das Waisenheim ist wirklich ein sehr, sehr besonderer Platz. Also, Alhamdulillah, hatte ich dieses Jahr auch die Möglichkeit, dort zu sein. Und natürlich, man kennt diese Geschichten und man hat schon eine gewisse Erwartungshaltung. Aber wenn man dort durch das Tor reingeht, hat man tatsächlich gleich das Gefühl, an einem besonderen Ort zu sein. Und wenn man die Kinder sieht, wie sie aufwachsen, kann ich mich diesen Worten von Amir Saab aus Benin nur anschließen. Was dort für die Zukunft des Landes getan wird, das wird sich erst in einigen Jahren wirklich zeigen. Und auch erst dann werden wir verstehen, was es eigentlich bedeutet, wenn junge Menschen, die eigentlich keine Perspektive haben, auf einmal auf einen richtig guten Weg geraten, inshallah. Humanity First, geteilt wie Allah Ta'ala gefällt es sehr. Bahut accha kaam ho raha hai. Liebe Spenderinnen, liebe Spender, liebe Paten, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass die beliebtesten guten Taten bei Allah solche sind, die regelmäßig verrichtet werden, seien sie auch gering. Alhamdulillah, durch regelmäßige Spendengelder wie in Form einer Patenschaft ist es Humanity First möglich, auch Langzeitprojekte umzusetzen. Durch die Gnade Allahs hat die Patenschaftsabteilung in den letzten 10 Jahren viele neue Paten gewinnen können. Mirab Ahmed Saiba, sie hat sich tatsächlich vorgenommen, zu arbeiten, damit sie sozusagen Geld dazu verdient, und sie hat sich gewisse Arbeitslohn mit den Eltern ausgehandelt, ja, und auch gewisse anderen Sachen, und Alhamdulillah bringt sie 500 Euro von ihrer Seite, das ist also separat von den 27.000 Euro, die sie für den Uganda Waisenheim spenden möchte. Wir haben schon bereits mit dem Bau begonnen
Und da sind wir, alhamdulillah, das Team vor Ort, mashallah, sehr, sehr professionell, arbeitet sehr, sehr gut. Und ich habe dann meinen Bericht also vorgelegt und Hasur hat sofort die Genehmigung dafür erteilt, dass Humanity First nicht nur sozusagen fürs Geld aufkommt, fürs Waisenheim, sondern sogar auch die Administration wurde uns übertragen. Also somit haben wir durch die Gnade Allahs die Ehre weltweit unter allen anderen Humanity First Familienmitglieder. Wir haben diese Ehre bekommen, zwei Waisenheime sozusagen zu leiten, die zwei einzigen Waisenheime auf der gesamten Welt. Und das ist, alhamdulillah, für mich immer eine ganz besondere Freude, wenn Hasur uns so eine Aufgabe gibt. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں بھی یتیموں کا خیال رکھا جاتا ہے تو یہاں رہنے والوں کے لیے 10 پاؤنڈ ایک معمولی رقم ہے سال کی لیکن کئی یتیموں کے روشن مستقبل میں یہ 10 پاؤنڈ بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں Freuen wir uns als einer der Ergebnisse der Benin-Reise dieses Jahr auch eine neue Homepage präsentieren zu dürfen, und zwar eine Homepage speziell über unser Waisenheim Darul Ikram in Benin. Wo ist der Bedarf am höchsten? Ja, der Bedarf ist ja unendlich in solchen Ländern, aber wer ist derjenige, der am ersten braucht? Ist das derjenige, der 15 Minuten zu Fuß bereits jetzt einen Wasserzugang hat oder einer, der gar keinen Wasserzugang hat? Allein diesen Bedarf zu ermitteln, dass die Länder vor Ort schicken uns den Bedarf, wir müssen analysieren und stellen fest, okay, welchen Budget wir welchem Land wir übergeben. Und unser Ziel ist es, langfristiger Ziel ist es, dass wir jeden Spender, wie unser kleinen Brücklesab, dass er, wenn er sehen könnte, dass live oder mit einem leichten Verzug, wo sein Brunnen gebaut wird. Ein Dorf, Essen in der Einöde, Menschen, um die sich keiner gekümmert hat, bekommen erstmals sauberes Trinkwasser im eigenen Dorf. Die Freude ist riesig und die Dankbarkeit groß. Unser Team verlässt erleichterte Dorfbewohner mit lächelnden Gesichtern. Wunderschöne Bilder, wie es den Menschen geht, wenn sie einfach nur Wasser sehen. Das ist unvorstellbar, diese Freude. Diese nachhaltige Hilfe ist nur möglich geworden durch einerseits ihre Spenden, denn auch ihre Spenden haben sich entwickelt. Auch damals hatte ich bereits die Möglichkeit, im Büro von Human First zu dienen, habe gemerkt, wie besonders die Spenden der Menschen sind. Aber auch das hat sich im Laufe der Jahre auf großartige Art und Weise verändert. Viele Spender spenden zum Teil wöchentlich, monatlich oder in unglaublich großen Summen, was einen jedes Mal sehr berührt und auch zeigt, welche Segnungen diese Arbeit mit sich bringt. In Kosovo, wo man anfangs von Corona, wo man die Studenten mit Laptops ausgestattet hat, das galt später als Vorzeigebeispiel im Ministerium. Wir haben durch eine kleine Spende, die ein Spender an Humanity First berichtet hat, wir haben nicht nur jemandem geholfen, sondern wir haben auch andere dazu animiert, größere Regierungsapparate, dass sie von uns lernen können und auf gleicher Weise helfen können. پہلے تو میں جرمنی احباب جماعت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہیومینٹی فرسٹ کو انہوں نے خدمت کا موقع دیا اور کھل کے قربانی کی رقوم بھی بھجوائیں تاکہ ہم آپ کی نمائندگی میں جو ہے ضرورت مندوں کو گوشت مہیا کریں اور یہ اس سال الحمدللہ ہمارا 1,90,000 کا بجٹ ہم نے مختص کیا تھا تو الحمدللہ آپ کی مدد کے ساتھ ہمیں تقریباً 2,30,000 جو تھے وہ ملے 18 ممالک میں جو جانور ذبح کیے گئے وہ 1,79,000 یعنی کہ 179,000 لوگوں تک 1,79,000 لوگوں تک ہم نے گوشت پہنچایا ان کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے کہ ان کے آنکھوں میں کس قسم کا وہ شکریہ بھی ادا کرنا چاہتے تھے اور وہ اپنے آپ میں بھی تھے کہ ہمیں آج کوئی بندہ ہمارے گھر پہ گرم کھانا دینے آیا اور وہ پوچھ رہے تھے آپ کون لوگ ہو کیوں لے کر آئے ہو اتنے ہمارے لیے کھانا Es ist schon faszinierend zu sehen, wie viele Menschen schon für Humanity First gearbeitet haben. Ja? Also auch im Ausland. Qualifizierte Leute, von denen man das gar nicht erwartet hätte, haben aber schon Einsätze auch im Ausland gehabt. Also das ist etwas, was ich
ganz wichtig finde. Ich kann mich in den letzten Jahren, die ich für HF dienen darf, kein einziges Mal vorstellen, dass irgendwelche Projekte anstunden, die wir nicht haben bezahlen können. Also Alhamdulillah, alle Wünsche von Hasud wurden umgesetzt und inshallah bin ich auch sehr, sehr zuversichtlich, dass wir auch weiterhin alles machen werden, um Allah näher zu kommen. Ja? Und bitte beteiligen Sie sich weiterhin nochmal Alhamdulillah, herzlichen Jazakumullah an alle vier Mannallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.